Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns heute begleitet habt. Hört auf zu lachen. Wir werden heute ein Ja, ich weiß, Halloween ist schon längst vorbei. Es ist schon lange, lange, lange rum. Aber ich dachte so, ich habe ja irgendwie überhaupt nichts hochgeladen zum Thema, wie war mein Halloween. Ich wollte ja eigentlich einen Vlog drehen, aber irgendwie hatte ich dann doch nicht so viel Videomaterial und dachte so, naja, ich habe es irgendwie verpennt, weil der Tag nach Halloween war ein bisschen auskurieren und so, zombie-mäßig den ganzen Feiertag umherlaufen. Und warum rechtfertige ich mich eigentlich immer? Wir waren in Mannheim auf der Bloody Warehouse, und zwar in der alten Zeilerei, Connection, egal. Auf jeden Fall war das, falls irgendjemand von meinen Zuschauern dort war, eine Party, wo ich gedacht habe, ey, ich war noch auf keiner Halloween-Party, wo sich so viele Leute geschminkt haben, wo sich so viele Leute Mühe gegeben haben, gut auszusehen, schaurig schön auszusehen. Und ich war echt positiv überrascht, weil ich weiß noch ganz genau, vor ein paar Jahren, da bist du aufgefallen, wenn du dich irgendwie geschminkt hast und verkleidet hast, dann bist du total der bunte Vogel gewesen. Und jetzt, also wer auf dieser Party war und normal gekleidet erschienen ist, der war echt der Außenseiter. Also ich glaube, es ist einfach mittlerweile schon so, dass Halloween was ganz Normales für die Leute ist und die Leute halt auf Halloween-Partys gehen und sich verkleiden. Es ist das zweite Fasching, das Fasching in der kalten Jahreszeit. Ja. Wie war das nochmal? Von wegen, ich gehe nicht in Geisterbahn und so, ja. Weil dort gab es nämlich ein Gruselkabinett. Und die haben sich auch richtig Mühe gegeben damit, und ich habe erst, also wir haben uns in die Schlange gestellt. Und dann habe ich gemeint, ich kann da doch nicht mit und ich habe Angst und pipapo. Aber dann habe ich mich halt doch überreden lassen und wir sind dann einfach da durchgelatscht. Siehe hier. Okay, wir sind jetzt im Horrorkabinett. Ja, du siehst doch sehr schön aus. Ja, du weißt keine Angst. Alles ist gut, alles wird gut. Es war gar nicht so schlimm. Aber natürlich gab es einige Schreckmomente. Wir werden nächstes Jahr auf jeden Fall wieder dorthin gehen. Es gab einige Kritikpunkte. Naja, die Musik war ein bisschen kraxelig und ein bisschen zu laut. Und Kleidergarderobe draußen ist vielleicht auch nicht so prickelnd, weil man da halt friert und so. Und egal. Wir hatten trotzdem ein wunderschönes Halloween, und ja, ich bin dazu gekommen sogar und habe ein Video gefilmt, wie ich mich schminke, ein Tutorial, aber das wollte ich erst nächstes Jahr posten, weil ich glaube, das will sich wirklich keiner mehr angucken jetzt. Ja, so war mein Halloween, kurz und knapp,
Und schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr so gemacht habt und wie ihr es fandet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und habe erstmal in den Spiegel geschaut und habe schon dieses komische Gefühl gehabt, wenn ich am Waschbecken stand. Es könnte ja was hinter mir stehen. Dann habe ich mein Gesicht folgendermaßen gewaschen. Ich kann jetzt meine Augen nicht schließen.